Hallo zusammen, heute habe ich für euch das Fujitsu Livebook A555NG. Das ist ein Office- und Business-Notebook mit einem 15,6 Zoll Display mit einer matten Oberfläche. Das heißt, Spiegelungen treten so gut wie keine auf. Das Einzige, was ihr jetzt hier im Bild seht, sind meine zwei Scheinwerfer, aber sonst seht ihr nichts vom Umfeld. Das Fujitsu Livebook A555NG ist mit einer sehr starken Hardware ausgestattet. Hier kommt eine Core i5 zum Einsatz von Intel mit 2,2 GHz. Es sind 8 GB Arbeitsspeicher verbaut und im Inneren findet ihr noch ein SSD-Modul mit 256 GB. Hiervon sind dann noch rund 200 GB zur Verfügung. An der Seite findet ihr hier noch einen DVD-Brenner. Das heißt, hier könnt ihr auch noch CDs und DVDs brennen und lesen natürlich. Die Netzanbindung erfolgt entweder über RJ45 oder über WLAN. Dieses WLAN ist nach den Standards 802.11 ABGN kompatibel. Seit AC braucht man in diesem Segment nicht. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Wir haben hier auf der linken Seite dreimal USB 3.0, einmal HDMI und einmal VGA. Und ganz hinten nicht vergessen den RJ45-Anschluss. Auf der gegenüberliegenden Seite, da hatten wir ja schon den DVD-Brenner und noch eine weitere USB-Buchse. Diese ist jetzt jedoch nur zum USB 2.0 Standard kompatibel. Und eine kombinierte Audiobuchse fürs Headset. Und ganz außen gibt es noch den Anschluss fürs Netzteil. Auf der Vorderkante findet ihr noch einen Kartenleser für SSD und MMC-Karten und hier noch 2, 4, 6 LEDs, die euch dann noch signalisieren, was das Notebook gerade macht. Im Inneren, wie gesagt, sind 8 GB Arbeitsspeicher verbaut. Den könnt ihr auch noch erweitern. Ich drehe das Gerät mal um. Auf der Rückseite findet ihr drei Serviceklappen. Das ist die erste, die zweite und hier die dritte. Unter der ersten könnt ihr den Arbeitsspeicher erweitern. Bei der zweiten kommt das SSD-Modul zum Vorschein. Und bei der dritten kommt viel Hardware zum Vorschein, aber nichts, was ihr auswechseln könnt. Und hier oben gibt es noch den Akku. Der ist natürlich bei diesem Modell wechselbar. Ich blende euch nochmal die kompletten technischen Daten ein. Hier seht ihr jetzt, welche CPU verbaut ist, Grafik, Arbeitsspeicher, Festplatte bzw. SSD-Modul und nochmal die Anschlüsse. Auf dem Fujitsu Livebook kommt Windows 10 zum Einsatz. Ich zeige euch das nochmal, das ist das neue Startmenü von Windows 10. Und es ist die Version Windows 10 Home in der 64-Bit-Version. Das Notebook wiegt alleine 2,4 Kilogramm und dann muss man ja noch das Netzteil mit berücksichtigen, was so nochmal 150 Gramm mit sich bringt. Das war es dann auch schon wieder von mir. Mehr Informationen zum Fujitsu Livebook A555NG findet ihr hier in der Beschreibungsbox. Dort findet ihr dann auch Links zum Blogbeitrag bzw. zum Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.